Hallöche Leute, Valamon Gules. Das hier ist ausnahmsweise mal kein Let's Play Part von mir, sondern der erste Beitrag oder mein erster Beitrag für das Projekt Respect for Other YouTuber. Und ich möchte also in diesem Video einen YouTuber, ja, nennt man das, respekten, sag ich mal, oder definitiv erwähnen, der, wie ich finde, eine richtige, heftige Erwähnung und auch Respekt verdient hat. Und das ist Lukas bzw. Art Rexis, so heißt sein Channel. Und ja, wieso also jetzt der Lukas für dieses Projekt? Ich finde, dass der Lukas, Art Rexis, der, Freunde, gibt sich eine unglaubliche Mühe bei seinen Videos, ja. Ich hab das jetzt mal im Hintergrund, lasse ich das mal laufen. Beispielsweise, wie er in seinem Pokémon Rot Speedrun Projekt zeigt, wie man am besten und auf optimalem Wege durch den Mondberg kommt und das auf technischer Ebene für uns visualisiert. Und das finde ich einfach bombastisch. Und das ist einfach in jedem Video der Fall. Und er scheut da wirklich keine Mühen und das verlangt mir wirklich Respekt ab. Ich finde das sehr inspirierend. Und dazu kommt noch, dass er, also für alle Pokémon-Fans, das mal kurz am Rande, ne? Für alle Pokémon-Fans, dieser Channel von Art Rexis und alle seine Pokémon-Spiele, unter anderem der Pokémon Rot Speedrun, ist einfach ein Must-See für alle Pokémon-Fans. Das ist kein Scheiß. Wenn ihr denkt, dass ich gute Pokémon-Videos mache, dann geht mal auf den Channel und zieht euch das mal rein. Das ist der Wahnsinn. Der Junge, der bombardiert einen auf sehr charmante Art und Weise mit Faktenwissen. Das ist unglaublich, ne? Auch davon möchte ich euch ganz kurz einen Auszug zeigen. Dadurch, dass mein Nidoking nicht so stark ist, habe ich nur in Anführungszeichen eine 70%ige Chance, dieses Nidoking, dieses Hornio zu besiegen. Mit einem Wert von 15 auf Angriff steigt diese Chance um 13% und mit einem Fadenschuss ist das ein garantierter One-Hit-KO. Aber es hat auch so ausgereicht, von daher. So, und was mir jetzt den größten Respekt abverlangt und weshalb ich eigentlich auch das Video mache, ist, dass er das alles macht, diesen riesen technischen Aufwand, um uns zu verzücken, obwohl er wirklich ziemlich wenige Views hat, was ich, mal sozusagen, das finde ich eine Frechheit, ne? Der hat es verdient, dass ihn deutlich mehr Leute zuschauen, denn ich kenne viele, viele YouTuber, die nicht mal ein Viertel des Aufwands betreiben. Ich weiß, jeder von euch, dafür erstmal mein grundlegender Respekt, jeder von euch steckt viel Arbeit in seine Videos, das ist mir klar. Aber, ich sag mal, auf andere Art und Weise vielleicht. Also der Lukas macht das in dem Wissen, dass nicht viele Leute ihn schauen, macht er es trotzdem. Und genau das verlangt mir Respekt ab und ich finde es, wie gesagt, sehr inspirierend. Nicht nur die tollen Ideen, die er hat auf technischer Ebene, sondern er ist dabei auch noch unglaublich nett und charmant. Und einfach sehr authentisch. Also auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblings-YouTuber, Let's Player, vor allem im Pokémon-Bereich. Jetzt macht er auch gerade Pokémon Stadium, auch was er da an Faktenwissen um sich schmeißt, das ist echt unglaublich. Also, lieber Lukas, du weißt, ich hab dich unglaublich lieb, das hier ist der Beweis. mach weiter so, du wirst noch ganz groß, ich sag dir das. Also mach weiter so, ich hab dich lieb und Respekt an dich, Respekt an alle anderen, aber vor allem Respekt an Lukas. Und damit war es das auch mit meinem Respect for Other YouTuber Player. Übrigens ein wunderbares Projekt. Ihr solltet dort alle mitmachen, die das Video sehen und toll finden. Ja, und sonst sehen wir uns in einem Let's Play von mir. Bis dahin sage ich erstmal Tschüssi Leute, Valadoedes und bis bald.